Guys, I'll give you a cross in the dressing room. Let's have a clean match. Good luck. Que Dios bendiga en el camarín. Vamos a una pelea limpia. Con suerte. Dios lo bendiga. Willkommen beim Herrn der Ringe dieser speziellen Edition in der Ausgabe des Juli 2011. Den WBO Champion Ring hat Marco Hook gerade erhalten für 5 erfolgreiche Titelverteidigungen. Dies schon die 7. Ende des Monats wird er heiraten, seine Damina. Und jetzt hier im Ring steht er diesem Mann gegenüber, der im Vorfeld für so viel Furore gesorgt hat. Jetzt auch im Ring, Fragezeichen. Zumindest hat er im Duell dieser beiden Normalausleger eines getan, was Marco Hook sicherlich reizen dürfte. Er hat ihn provoziert und das sind, und das ist die große Gefahr, für mich vielleicht sogar die größere Gefahr als Garay, auch Marco Hook schon öfter die Sicherung durchgebrannt. Ich denke an den Aurino-Fight, dass sein Knie dann mit oben auftaucht oder anderes mehr. Und dann noch dieser besondere Druck am heutigen Tage. Die Mama zum ersten Mal dabei, überhaupt in der Halle. Seine zukünftige Frau und dieser heranstürmende Argentinier, der natürlich alles versuchen wird hier im neuen Limit. Und dass er ja zurückgekehrt ist, muss man fast sagen, bei ersten 2 Händen von Marco Hook. Er hat schon früher zu Beginn seiner Profikarriere im Cruisergewicht geboxt, ungewöhnlich. Zwischenzeitlich dann sehr erfolgreich im Halbschwergewicht, wo er auch Weltmeister werden konnte gegen den Ukrainer Yuri Barashian. Dann diese Titelverteidigung gegen Bremer und jetzt seit 3 Kämpfen wieder im Cruisergewicht. Der Mann in der goldenen Hose mit dem grünen Gürtel, der hier im Moment in der Anfangsphase dieses Kampfes mehr macht. Louis Pabon, der Punktrichter aus Puerto Rico, kriegt gleich richtig zu tun, wollte ich sagen. Und da ist es schon passiert, zum ersten Mal eingeschlagen. Dieser Hagel von Marco Hook, sein Markenzeichen, die beste Antwort, die er auf die frechen Attacken von Garay geben konnte. Konzentrierte Vorstellung von Marco Hook. Hier gerade noch die Distanz bekommt bei diesem Schlagversuch mit links. Nicht überpaced, im Gegenteil, die Gegner ausgeguckt und dann mit einem dieser Hookschen Markenzeichen. Schnelligkeit, Explosivität in dieser Gewichtsklasse im Cruisergewicht, das ist ein großes Plus. Es mangelte zuletzt an Präzision, aber dieser Angriff, der entscheidend werden sollte und sein sollte für die Punktrichter, zumindest in Sachen erster Runde, die bei Marco Hook ist, der hatte es in sich. Alles richtig. In die Mitte bleiben, nicht überstürzen. Begeisterung natürlich von Damina und die Mama Bisera ganz kurz zu sehen. Was für eine Karerei. Die Schubs auch passiert. Kommt sie dann viel, geh aus der Linie raus, wenn er angelaufen kommt. In der ersten Situation hat gesehen, dass du schläfst. Jetzt musst du nur die Nerven halten. Alles angekommen. Hast du gehört? Tiefenentspannt, scheinbar aus der Ecke heraus nach dieser klaren Runde 10-8. Auch wenn er ein bisschen Glück hatte, dass ein Überfall da am Ende auch Garay aus dem Rhythmus brachte und er dann ins Stolpern kam rückwärts. Aber natürlich war das der notwendige Respekt, den er brauchte in diesem Kampf.
typische Kampfgestaltung von Garay bereits in dieser Anfangsphase. Er marschiert natürlich, Bremer kann ein Lied davon singen, 12 Runden lang immer nach vorn. Schert sich auch nicht groß darum, wenn er selber getroffen wird. Nach den Aktionen muss natürlich Marco dann starten oder er versucht selbst erst einmal mit der linken Geraden. Zum Körper. Der erste Versuch war gut, der jetzt natürlich zu weit hinten. Für Louis Pabon, einen der besten Ringrichter, die es zurzeit auf der Welt gibt. Sie haben ihn vielleicht zuletzt beim Hay-Kampf gegen Klitschko gesehen. Wird es mit Sicherheit am Ende mehr Arbeit geben in diesem Gefecht. Im zweithöchsten Limit, 17 gibt es ja bei den Berufsboxern. Falls nicht Marco Huck mit so klaren, schönen Händen zum Erfolg kommt, auch wenn er hier nochmal zum Abschluss getroffen wurde. Und ein bisschen Blut schon aus der Nase kommt. Tief geschlagen von Garay. Und dieses Pushen, dieses Drücken wurde von Uli Wegen auch schon in der ersten Runde angesprochen. Natürlich erkannt vom Mann in seinem insgesamt 114. WM-Kampf, den er leitet, von Louis Pabon. Aber nach wie vor sollte auch nach der zweiten Runde unter den Augen von Anfang Schubeck, Rainer Lauterbach und natürlich Wilfried Sauerland der führende Mann hier, Marco Huck. Ja, komm. Aus der Linie. Komm, ruhig, Hucker. Konzentrier dich auf das, was er sagt. You never punch him again. When I break, listen, no. Ja. Listen, I don't, listen. Ja. No push. Okay? Yes, no, no. Hucker, nicht. Opa, hör zu. Du musst ganz geschlossen werden. Du schaffst das. Geh aus der Linie. Der macht Fehler. Hast du gesehen, da gibt es die Lücken. Auf einmal die Lücken und der haut gerade Hände rein. Hast du gehört? Rico, das ist klar. Opa, hast du gehört? Also dieser Hinweis gleich doppelt, nicht zu stoßen. Sehr schön, dieser rechte Kopfhaken, nachdem mit der linken da zur Leber getroffen wurde. Zuvor. Dabei auch teilweise mit der Innenhand dann hineingeschlagen. Und die beste Antwort auf diese eingesprungenen Aktion ist natürlich der kurze, trockene Jab, wie gerade herausgeschlagen von Marco Huck. Ein bisschen tief immer von Garay. Nicht bemängelt, dann gehalten. Bei drei Schlägen fehlte die Präzision, aber der andere hatte dann Wirkung. Dieses Runterdrücken ist natürlich auch nicht korrekt, wenn er hält und schlägt. No, 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 no.
Mundschutz draußen sofort erkannt. Und der Rai, wenn Sie sich jetzt wundern, hat unglaublich viele dieser Materialschlachten geschlagen, also seinen eigenen Körper nie geschont. Und irgendwann, und er ist ja mittlerweile auch schon 30 Jahre alt, wird er dafür Tribut zahlen müssen. Gerade wenn dieser Kampf wirklich noch über die lange Distanz gehen sollte, was aber, wenn man die bisherigen drei Runden als Maßstab nimmt, immer wieder fraglich erscheint. Hier ist alles möglich. Ein schnelles, ein kurzes Ende. Beide haben viel Strom in den Fäusten. Marco Huck mit Sicherheit der, der noch härter schlägt in diesem Duell, der im Moment wartet, wieder mit dem Jab beginnen sollte. Und dieses Herunterdrücken angesprochen von Marco Huck. Er hat ihn vorher gewarnt. Und er hat es jetzt auch verstanden. Natürlich am Ende auch wieder diese Schläge, die da vorbei zwischen mit dicken Armen geschlagen auf beiden Seiten. Jetzt das Abtauchen auf der anderen Seite. Vollgas von Anfang an unter den Augen der Fahrer der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, die hier nebenan morgen auch wieder ihre Runden drehen werden und sagen werden, boah, ist das hier ein enges Gefecht. Denn der Punktabzug, den Marco Huck bekommen hat, der geht natürlich erst am Ende in die Welt. Er zahlte der dritten Runde. Wart nicht so lange, wart noch so lange, Junge. Du musst ein bisschen aktiver werden, du musst den Kampf übernehmen. Wenn er auf dich zukommt, musst du schon eine Aktion angefangen haben. Du kannst nicht so lange warten, so geht das nicht. Hörst du mich, Hugo? Wenn du den Titel willst, musst du ein bisschen mehr tun. Du musst mehr arbeiten, so geht das nicht. Carlos, der Grieche, mit den Hinweisen an seinen Schützling, der sich hier immer wieder entziehen kann bei diesem einen Aufwärtshaken. Aber wie viele Schläge waren das? 6-7 für einen Treffer. Unter den Augen links nochmal von Damina und rechts. Zum ersten Mal große Premiere bekommen am Ring. Bisera sonst in der ARD Zuschauerin bei den Kämpfen, soweit das möglich war, wenn sie nicht gerade wieder aus dem Zimmer herausrennen musste bei ihrem Schützling, der immer eines gemacht hat. Spektakulär geboxt. Auch wenn manches daneben ging, aber langweilig war es mit Marco Huck nie. In dieser Serie wieder vieles auf die Deckung, aber ein rechter Kopfhaken war gut. Schüttelt Garay durch, der, wie ich finde, zum wiederholten Mal auch zu Beginn dieser Runde tief geschlagen hatte. Deswegen bislang noch keine Ermahnung bezogen hat von Pabon. Der besten Vorbereitung seines Lebens in Cordoba wähnte sich Hugo Hermann Garay. Sie werden wahrscheinlich auf den Ruf Pigo hören. Das ist der Spitzname Pigo. So wurde er von seinem Vater gerufen. Kein spezieller Tier oder anderer Name. Einfach ein Kürzel für ihn. Hier auf einem guten Weg. Aber nach Punkten liegt er hinten gegen Marco Huck. Auch wenn es
hier auf einem guten Weg, aber nach Punkten liegt er hinten gegen Marco Huck. Auch wenn es noch eine knappe oder nur eine knappe Führung hier zu Beginn dieses Kampfes sein kann in der vierten Runde. Aber statt jetzt sozusagen nach den 3-4 Händen von Garay dann sich selber anzulehnen, wäre es jetzt besser gewesen, einen Schritt zurückzugehen, mal zur Seite zu gehen, drüber zu schlagen, selber was zu versuchen. Denn das hat natürlich bei Garay auch Kraft gekostet beim Argentinier. Schöner Aufwärtshaken zwischendurch im Ziel. Schauspielkunst ist begeistert von einem brutalen Geschäft hier im Ring. Aber wie gesagt, vieles ging noch daneben, auch in dieser Runde. Und deswegen die Frage an Henry Maske, was muss alles besser werden? Ja, also ich finde insgesamt, in der ersten Runde, Ende der ersten Runde, hat das erste Mal wirkungsvoll gezeigt, dass er auch physisch sehr stark ist. Aber dann kam in der zweiten und dritten Runde eine Aktion, die hat mir sehr gut gefallen. Hier war am Anfang der Angriff von Marco zu sehen. Und sobald der Gegner kam, schaltete er um und geht mit einer geschlossenen Deckung zurück. Hier erneut eine Aktion, unabhängig voneinander, das gleiche in Grün. Also er bezieht sich auf diese Dinge, die er jetzt gerade mit dem Trainer besprochen hat. Er sieht schon seine Deckung, er sieht auch die Führungshand selber hier in dieser Aktion, die Führungshand zu schlagen. Das kennen wir ja von in der vierten Runde. Also es ist hoffnungsvoll. Natürlich wollte es ein stabiler Kampf werden und trotzdem versucht er dort eine Linie reinzubringen. Vier Runden ist vorbei in einem engen Gefecht zwischen dem Weltmeister bei seiner siebten Titelverteidigung. Und weil wir das Thema Druck erwähnt haben, auch das ein zusätzlicher Anreiz und eine zusätzliche Bürde für Marco Huck. Er ist jetzt sozusagen im Sauerlandstall nach den Niederlagen von Arthur Abraham die Nummer 1, das Aushängeschild. Der Captain auf dieser unsicheren Reise hier an der Isar gegen Garay, der wieder mit dem linken Kopfhaken einsteigt hier. Dann den Kopf bemängelt und jetzt die Antwort kassiert von Marco Huck. Geschlossen in der Deckung, hat sich diesen einen Hinweis von Pabon wegen des erneuten Schiebens natürlich mehr oder weniger kommentarlos angehört. Hier muss er ein bisschen aufpassen. Garay erinnert an Ramirez, fordert ihn alles ab, aber gerade der Kampf gegen Ramirez oder auch Ola Afolabi, um starke Gegner zu nennen. Das waren ja dann auch Leistungen und Siege von Marco Huck. Die Hoffnung macht mal, er taktisch es verstanden hat, am Ende die Linie seines Meistercoaches von Uli Wegner umzusetzen. Hier und heute ist das ganz, ganz schwer. Und einsteigen aus meiner Sicht einen Tick zu spät. Gleich nach der Aktion muss er dann da sein. Wenn sich Garay selbst noch sortiert. Schöne Einzelhand als Antwort. Dann mit links der Haken zum Körper, zur Leber geschlagen.
Kaum einmal längere Aktionen. Also ein sogenannter zweiter Angriff. Beide Boxer im Moment meist nur mit 1-2 Aktionen in diesem nach wie vor sehr, sehr engen und spannenden Duell. Ja, Marco, du darfst dich nicht gehen lassen. Marco, komm, wird einfach gesagt, du musst machen. Der ist doch mit der 64 schon bald fertig, da macht sich doch Lügen, hört mal zu jetzt. Der macht sich doch Lügen. Da musst du mit kleinen Händen rein und hau den linken Auberzahn. Ja, hau den linken Auberzahn. Aufpassen, Marco. Komm, nicht gehen lassen. Der ist bald fertig, komm her. Marco, kannst du glauben? Das siehst du, da sieht man den an. Geh raus und mach den Gegenangriff. Geh. Komm schon mal. Schau. Und die letzte Runde bei Garaiva. Wir haben in seine Ecke geguckt. Der schon schwer atmet. Dann bleibt das ein unwägbarer, knapper Abstand zwischen den beiden. Und wieder gute Aktion zu Beginn hier von Garay zum Körper. Dann dieser nicht ganz durchgezogene Aufwärtshaken. Und die schöne Antwort mit dem Uppercut, mit rechts von Marco. Schön zum Körper, muss aber selber auch mehr mit den Beinen machen, rausgehen, sich bewegen, nicht zu sehr stehen bleiben, in die Angriffe, mehr oder weniger erstarrt wartend. Genau das richtige Rezept. Jetzt nicht warten, bis Pigou Garay seine Aktion startet, sondern selber mit dem Jab dazwischen pieken, ihn stören, im Aufbau zurückwerfen, durchschütteln. Und natürlich immer wieder diese Versuche mit dem Aufwärtshaken erfolgreich zu sein. Gute Aktion von Garay. Der fünfmal um die Weltmeisterschaft schon gekämpft hat. Davon dreimal in Deutschland. Zweimal gegen Cholt Erdai. Einmal haben sie ihn, glaube ich, ziemlich vereiert beim zweiten Kampf. Da haben wir aber auch sehr eng. Und jetzt einer dieser Sport von Marco Hux. Stark geschlagen und Garay ein bisschen unter Strom. Mit Sicherheit nach dieser Serie. Eine der besten Aktionen von Marco Hook bislang in dieser sechsten Runde im gesamten Gefecht. Das sollte ihm Sicherheit geben, dass er mit seinen Sports in der Lage ist, jeden Gegner, auch diesen Garay, zu erschüttern. Ist ja einer der Weltmeister, der sich nie versteckt hat, hat viele, viele große Namen schon in seinem Rekord, trotz seiner gerade mal 26 Jahre. Sicherheit ist eingekehrt bei Marco Hook, der diese Runde für sich entschieden hat. Du musst Willen mehr haben. Wer jetzt Willen mehr hat, der gewinnt das Ding. Guck mal, hört der Liga auf, jetzt auch und kommt alles gut. Hast du verstanden? Auf, das machst du gut. Guck mal. Der wird ruhiger. Jetzt ganz knapp, na klar, du schaffst das. Du musst nur den Willen haben. Guck mal. Der da unten sitzt doch mit der Fieber. Los. Du musst willen haben, hast du gefallen? Du machst das gut, mein Junge. Du machst das gut. Hey, Marco, komm, Marco!
Falls Sie noch einen Zweifel daran haben, dass das ein enges, ein spannendes Gefecht ist, dann dürfte Sie die Ringansprache, die Pausenansprache von Uli Wegner. Wow, was waren das für eindrucksvolle Worte. Das war wirklich packend eben, wie er seinen Jungen da versucht hat aufzurütteln, noch einmal auf den Weg zu bringen in diesem Duell. Also, ganz klare Sache. Es bleibt hier eng, auch wenn mir diese sechste Runde sehr viel Zuversicht gegeben hat in Sachen Marco Huck, in Sachen Kampfgestaltung. Er wirkt jetzt viel sortierter. Aber bei dieser knappen Führung von vielleicht ein, zwei Runden gibt es keinen Grund, sich zurückzulehnen für Marco Huck. Und vor allen Dingen gibt es ja immer noch die K.O.-Chance für den Mann aus Argentinien. Zuletzt schaffte er es gegen einen Brasilianer. Nach 15 Sekunden mit dem ersten Schlag, da war er auch im Cruisergewicht, im August des letzten Jahres. Erster Schlag überhaupt des gesamten Gefechtes. Und Garay hatte seinen Kontrahenten ausgenockt. Haben sich natürlich alles angesehen, wie auch diese Aktion, was nichts daran ändert, dass das Mittel dagegen immer ähnlich bleibt. Selber anfangen, selber einsteigen und variabel boxen. Zum wiederholten Mal. Nachdem Marco Huck mit dem Aufwärtshaken erfolgreich war, auch Garay mit seinen Schlägen drin. Jetzt geht viel hier auf die Deckung. Die Antwort auf Garays Treffer folgt mehrfach. 5-6 Hände im Ziel. Seinem unbändigen Willen kaum zu stoppen. Marschiert nach vorn. Huck muss jetzt etwas dagegen tun, ganz einfach auch, um den Willen ein bisschen zu knacken. Im Moment hier in dieser Runde wieder eine deutliche Leistung in Sachen Willen, in Sachen Treffer, zumindest für Huck, aber in Sachen Willen für Garay. Schön tief durchatmen, Junge. Ganz tief durchatmen. Ja, ganz ruhig. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Dir geht's dir gut, oder? Also, du musst nichts ändern. Aber die Rechte mehr einsetzen. Das ist alles, was du machen musst. Die Rechte ein bisschen mehr zum Kopf. Wenn er mit seinen Kombinationen kommt, dann einfach die Rechte zum Kopf. Das klappt schon. Und ganz ruhig bleiben. Hay una diferencia. Vos lo aguantaste, no te aguanta. Bisher so gut durchgehalten. So wird's auch weitergehen. Bleib dran, Junge. Also los. Los, Hugo. Du schaffst es. Die Hinweise von Carlos del Greco, von Carlos aus Griechenland. Ganz entspannt klingen sie, passt so gar nicht zu diesem packenden, engen Gefecht, das es nach wie vor ist. Ein Gefecht mit vielen, vielen Treffern. Ein wirklich schwerer Kampf. Und ein echter WM-Kampf.
im Trainingslager in Kienbaum, wo sie sich vorbereitet haben. Keine Schlagwirkung natürlich, ausgerutscht, für jeden leicht zu sehen. War der Schwerpunkt in diesen vielen, vielen Trainingssessions diesmal vor allen Dingen die Taktik gewesen. Aber das ist auch dann am Ende leichter gesagt als getan. Schöne linke Hand von Marco Huck. Auch wenn wieder ein Teil davon auf der Deckung war, trotzdem gut gemacht. Und nicht mehr ganz so explosiv die Aktion von der Reihe jetzt gerade. Seine von mir angesprochene hauchdünne Führung für Marco geben sollte. Gibt es keinen Grund, so lange zu warten in dieser Runde. Hat er bislang zu wenig getan. Die achte Runde fast verschenkt, aber es ist noch eine Minute Zeit, um zu antworten. Sehr schöner Aufwärtshaken. Und schwere rechte Hand hinterher, die jetzt Wirkung zeigt bei Garay. Garay zumindest erstmal darauf zu achten, nachdem er wiederholt in diesem Gefecht von Pabon unkommentiert und ungestraft hier tief schlagen durfte. Wieder eine enge Runde unter den Augen von Sebastian Silvester, der erstmal wieder dahin kommen will zu diesen Titelverteidigungen und sich aufmacht und optimistisch ist in Zusammenarbeit mit seinem Coach und hier ein wirklich sehr, sehr enges Gefecht sieht, Henry Maske. Ja, also Marco, insgesamt ist er für mich deutlich überzeugender als in den letzten beiden Kämpfen. Und da kommt schon eine Aktion von ihm. Ja, jetzt sehen wir es. Er selber sehr geschlossen. Ziemlich sicher. Und dann bringt er seine Aktion vor. Er pulvert alles rein. Wir kennen ihn ja. Er brennt wahnsinnig hoch. Und dann kommt häufig die große Gefahr, dass er dann nicht mehr die Energie hat, selbst die Sicherheit zu bauen. Und da muss er eben aufpassen. Das ist hier eine Aktion aus der siebten Runde, aus der achten Runde. Und hier nochmal, er setzt. Diese Aktion kostet natürlich irre Kraft. Da muss er haushalten und deswegen passiert von ihm insgesamt nicht so viel. Er lässt eigentlich die Sicherheit trotzdem immer noch nach wie vor im Raum stehen. Die Qualität von Garay, auch wenn er bei Boxrec auf 31 geführt wird, weiter hinten als der letzte Gegner, als Ryan Neckasch, ist aus meinen Augen trotzdem eine andere. Insofern umso mehr Respekt und Bestätigung für das, was Henry Maske gerade sagt. Erinnert, ich habe das angesprochen, schon eingangs hier in der Kampfgestaltung, so ein bisschen an Ramirez und auch an Ola Afolabi, wird jetzt immer deutlicher, klasse Aktion von Marco Huck, der die Führung damit mit der letzten Runde vielleicht noch ein bisschen ausgebaut haben dürfte. Vielleicht zwei Runden, vielleicht sogar drei Runden, ist ja unterschiedlich bei den drei Punktrichtern, vorne sein dürfte auf den Punktzetteln. Wieder der Aufwärtshaken dazwischen, der jetzt häufiger ins Ziel findet. Aber aufpassen, immer wieder aufpassen. Bei den Aktionen des Argentiniers fühlte sich vielleicht schon ein bisschen zu sicher jetzt. Okay.
Die beste Antwort auf die guten Hände des Argentiniers. Dieser Aufwärtshaken dazwischen, der immer wieder ins Ziel findet, jetzt von Marco Huck. In jedem Fall starke konditionelle Vorstellung auch von Garay. Der, ich sagte das, weitaus schwerere Gefechte im Verlauf seiner Boxkarriere schon hat durchstehen müssen, häufig viele, viele Treffer kassiert hat, aber unbeirrt nach vorne stürmt, auch in diesen letzten zwei, drei Runden jetzt sehr, sehr klare Hände teilweise von Marco Huck sehen, so wie diese, die dann irgendwann bei der Härte, Schlaghärte von Marco nicht ohne Wirkung bleiben können. Wir haben oft bemängelt, dass die Genauigkeit in den Schlägen fehlte. Heute ist sie jetzt gerade in diesen letzten Runden schon deutlicher zu sehen bei Marco Huck, der hier in jedem Fall einen Fortschritt gemacht hat und diese Runde deutlich gestaltet hat zu seinen Gunsten. Oh Mensch. Hör was rein hier, Mann! Kopfhaken, die im Ziel waren und in Deckung. Hinter der zukünftigen Frau Amina am 30. Juli steht die Hochzeit an, ist die Mama Visera in Deckung gegangen. Ich hab's gesagt, zu Hause vom Fernseher hätte sie das Nachbarzimmer aufgesucht. Das geht jetzt nicht. Gut, Marco. Und dann nochmal ein Spruch, machst du guter Letzte. Auch wenn es dir schön war, aber du musst geschlossen bleiben, hast du gehört? Warum denn gewinnst du das Ding? Lass das nicht aus der Hand gehen, das wäre schlimm. Du musst noch eine Runde haben, Mucker. Jetzt sparsam boxen. Ja, ja. Was machen wir? Du musst sparsam boxen. Rausgehen, reinlegen, verstehst du? Sparsam boxen. Also die erfahrenen Boxzuschauer, die ganz genau hinhören, haben vielleicht den Hinweis von Uli Wegner gehört. Wir müssen noch eine Runde haben. Das würde so ein bisschen auch für meine, unsere Rechnung sprechen, dass es so zwei, drei sind, die jetzt vorne sind. Es sind jetzt nur noch drei Runden zu boxen. 1,87, 83 vielleicht auf den Punktzettel, wenn sie mitgepunktet haben. Man kann das natürlich auch immer anders sehen in Sachen Aktivität. Die eine dieser angeblichen vier Kriterien sind, die klaren Treffer und nicht nur die Anzahl, sondern auch die Qualität entscheiden. Die Aktivität natürlich, diese Überlegenheit im Ring und dann auch die Defensive. Das machen unter dem Strich als Kriterien, das macht unter dem Strich dann dieses vermeintliche 10-9 Urteil aus für den besseren Boxer. Für mich ist der bessere Boxer Marco Huck und im Moment ist er auf dem Wege zum Knockout. Die rechte Hand von Marco Huck hat alle Zweifel und die Punktzettel überflüssig gemacht. Ein spannendes Duell, ein typisches Marco Huck-Duell mit einem am Ende deutlichen Urteil. Dem klarsten, dass das Berufsboxen kennt und Sie sehen die Erleichterung und daran können Sie nochmal ermessen, was das für ein hartes Stück Arbeit war. Marco Huck gewinnt durch K.O. und der Herr der Ringe, demnächst gibt es den nächsten Ring am 30. Juli. In einem großen Monat. Der Papa als Gratulator, als Gratulant Rasim hier mit dabei. Die Hand, die vorbei rauschte von Garay, dann der Treffer mit rechts und dann noch der linke Aufwärtshaken drin. Und in der Summe war es dann zu viel. Hier die rechte auf die Schläfe. Schon entscheidend, dieses leichte Schubsen. Da war die Sache schon so gut wie weg. Und dann die linke aufwärts zum Kopf geschlagen an die Kinnspitze. Und die richtige Entscheidung von Louis Barbon. Ich habe es gesagt, ein hartes Stück Arbeit für ihn. Und ein großes Finale hier in München.
Und da das Boxer mal 1 auch noch kommt, haben wir einen richtig klassischen K.O. für alle Liebhaber dieses Sports am Ende auch noch zu verbuchen. Das zukünftige Ehepaar zum ersten Mal gemeinsam im Ring. Bruder Kenan hier mit Rückansicht an uns gerade vorbei, gerauscht vor den Kameras. Schlaghärte, Explosivität, seine Markenzeichen. Und wenn das dann noch von Uli Wegner auf die richtige Bahn gebracht wird, dann müssen sie erst mal kommen, die anderen, die in diesem zweithöchsten Limit bis 90,7 Kilo zu Hause sind. Hier haben wir den Präsidenten der WBO, Francisco Valcareo. Er hat hier diesen eingangs angesprochenen Ehrenring übergeben an Marco Hoog für 5 erfolgreiche Titelverteidigungen. Mittlerweile sind es jetzt 7 hier links im Bild. Das ist übrigens Sebastian Rivero, der Sohn des Promoters Osvaldo Rivero. Sie sind ja die Nummer 1 in Argentinien. Boxen als Einzige in diesem berühmten, wenn Sie sich mit Boxen ein bisschen auskennen, berühmten Luna Park. Die großen Monzón, Perez, alle waren da zu Hause. Weiß eigentlich gar nicht, warum die Urteilsverkündung jetzt so lange dauert. Viel auszuzählen gibt es ja bekanntlich beim K.O.-Urteil nicht, aber es fehlt für das offizielle Urteil von Pabon jetzt der Gegner. Jetzt hat Garay auch ein Einsehen, kommt dazu. Er hatte Anteil an einem spannenden Kampf, jetzt das Urteil. Hier ist das offizielle Urteil. Der Kampf endet in Runde 10 nach 1 Minute und 10 Sekunden durch K.O. Winner by knockout and still WBO Cruiserweight Champion of the World, Weltmeister aus Deutschland, Marco Captain Hoog. Es war vieles drin in diesem Kampf, was diesen so wunderschönen Sport ausmacht. Ein enges Duell mit einer am Ende klaren Entscheidung. Zwei Gegner fast auf Augenhöhe. Auch wenn Garay hier am Ende die Mittel fehlten, um noch sich selbst zu schützen. Und das große O und A geht hier durch den Münchner Olympiapark nach dieser spannenden Entscheidung. Jetzt natürlich die Stimmen zu diesem Kampf